Witthöft Immobilien. Unser Makler in unserer Stadt. Präsentiert Mats Ab. Moin moin, liebe Mats, aber ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich habe gedacht, ich würde euch hier heute mit hängenden Ohren und tränenden Augen begrüßen müssen. Aber trotz der 1:4, der erwarteten 1:4 Niederlage, hätte auch 1:5 oder 1:6 oder 0:5 ausgehen können. Aber die erwartete Niederlage gegen den FC Bayern war es auf jeden Fall. Aber trotzdem hat der HSV heute einen ganz, ganz großen Schritt in Richtung, für mich, in Relegation getan, weil die Konkurrenz weiter fleißig mitverliert. Also es ist ein Wahnsinn. Mit 27 Punkten hat meines Wissens noch nie ein Bundesliga-Verein die erste Bundesliga gehalten. Aber das kann in die Geschichte eingehen. Ich hoffe, es wird in die Geschichte eingehen, dass der HSV am Ende in einer Woche dann in die Relegation geht und ja, dann den Zweitliga-Dritten wegputzt. Wir wollen über das Spiel und über die Analyse heute sprechen, selbstverständlich. Mats Ab, bisschen später geworden, weil wir in eine andere Kabine umquartiert wurden. Morgen spielt, da wollen die Gäste auch gleich noch was zu sagen, Justin Timberlake hier in der U2-World. Und deswegen mussten wir ein anderes Studio aufsuchen, bisschen später geworden. Aber ich freue mich trotzdem auf die Sendung. Ich habe zwei ganz tolle Gäste und zwar zwei Journalistenkollegen, die, das kann ich sagen, wirklich zur Elite der deutschen Sportjournalistik gehören. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr gekommen seid und Scholle und ich haben uns wirklich vorher schon gefreut, dass eure Zusagen da waren. Und zwar einmal Jan-Christian Müller von der Frankfurter Rundschau und der freie Sportjournalist Olli Wurm. Herzlich willkommen euch beiden. Vielen Dank, dass ihr da wart oder da seid und die Zusage gegeben habt. Gleich, wenn ich Scholle nochmal begrüße, gleich einmal dein Fazit nach dieser Vorstellung des HSV, der letzten Heimvorstellung. Ja, das sagt jetzt nichts darüber, wie der HSV nächste Woche spielt, weil der HSV eine riesengroße Wundertüte ist. War eine ordentliche Leistung heute, haben früh attackiert. Aber ich gehe davon aus, dass Mainz 05 nächste Woche den HSV schlagen wird. Und dann ist der HSV davon abhängig, was auf den beiden anderen Plätzen passiert, in Hoffenheim und Gelsenkirchen mit Braunschweig und Nürnberg. Olli, aber wenn die heutigen Spiele mal zugrunde gelegt, Nürnberg und Braunschweig scheinen mir derzeit auch nicht in der Lage zu sein, da auswärts große Bäume auszureißen, um den HSV noch gefährden zu können. Ich will mal gleich richtig pathetisch anfangen. Ich glaube, der Fußballgott muss früher in HSV-Wäsche oder schläft aktuell in HSV-Bettwäsche. Und vielleicht hat er ganz im Moment sicher den besten Berater, den er da oben haben kann, mit Hermann Rieger. Weil anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich habe mit einem Auge vorhin noch die anderen Spiele gesehen, was Braunschweig in der Kurzverschluss noch für eine Chance liegen lässt. Und dann bin ich bei Christian, ich glaube, das wäre es dann gewesen, weil ich traue uns auch keinen oder dem HSV keinen Dreier zu in Mainz. Jetzt ist das Momentum aber auf HSV-Seite. Jetzt nimmst du die Trainingswoche, nimmst die Fans mit, nimmst die Stimmung mit, dass sie heute gegen Bayern keinen Punkt holen. War klar, das bestmögliche Ergebnis ist eingetreten, dass keiner vorbeigezogen ist. Also von daher glaube ich jetzt auch, dass die Relegation sicher ist und zwar mit 27 Punkten. Ja, fassungslos macht mich das. Scholle, hast du ein solches Spiel hier für möglich gehalten? Alle haben den HSV nach 45 Minuten gelobt und trotzdem 1:4 gegen die arg gebeutelten nach dem 0:4 gegen Real Madrid Bayern. Jein, also ich bin immer der immer auf Sieg tippt, deswegen darf ich immer vorher gar nicht anders reden. Aber im Nachhinein kann ich dann sagen, was ich wirklich gedacht habe. Und zwar war es so, dass ich gefragt wurde, habe ich gesagt, ich glaube ganz ehrlich, das wird ein 0:3, aber der HSV wird vernünftig spielen. Alle werden sagen, das war ganz in Ordnung. Und mit etwas Glück bleibt der HSV auf dem 16. Tabellenplatz. Insofern kann ich sagen, im Nachhinein bin ich eigentlich tatsächlich zufrieden. Das ist bitter beim 1:4, aber man ist halt zufrieden, dass man den 16. Tabellenplatz gehalten hat. Und ja, es ist nur leider schade. Und das ist halt immer so ein ganz, ganz frustrierender Moment, wenn der HSV 1:0 zurückliegt, dass man dann sagt, oh Gott, siehst du, jetzt, das war's. Und der HSV hat bis dahin wirklich gut gespielt. Also der hat zumindest sehr, sehr engagiert agiert hier im eigenen Stadion. Und hatte die Bayern ja zumindest so weit im Griff, dass sie keine großen Chancen hatten. So, und ja,
Im Gegensatz zum Pokalspiel haben sie heute die gleiche Sportart gespielt. Natürlich, das war ein anderes Spiel. Ne? Das war ein anderes Spiel. Da hat man sich wirklich fremdgeschämt auf der Tribüne. Heute, finde ich auch, hat man im Rahmen der Möglichkeiten gut gespielt. Kommen wir sicherlich noch in der Einzelanalyse dazu, aber Absolut. Man stand wieder in diesen zwei engen Vierereien, hinten sehr engmaschig die ersten 20 Minuten, 30 Minuten. Das war jetzt gar nicht so verkehrt und trotzdem hatte ich das Gefühl, die ganze Zeit, dass sie keinen Punkt holen werden heute. Das ist aber auch gar nicht so entscheidend gewesen. Entscheidend war, dass du mit einer guten, anständigen, wie du es auch gut skizziert hast, Leistung hier rausgehst, die im Rahmen der Möglichkeiten, auch mit der nervlichen Belastung im Abschiedskampf jetzt möglich war. Das, finde ich, haben sie hingelegt heute und das Momentum, hatte ich schon gesagt eingangs, ist jetzt auf Seiten des HSV. Ja, aber ich muss Jan-Christian ganz vehement widersprechen. Ich bin mir nicht sicher, dass der HSV in Mainz verliert, denn der FSV Mainz ist nun auch nicht unbedingt das Abwehrbollwerk und der HSV kann tatsächlich, wenn sie dann nochmal irgendwo eine Chance haben wollen, ohne Stürmer zu spielen, vielleicht ist ja Lasogga sogar schon dabei, das ist ja heute wahrscheinlich auch nochmal gesagt worden in der Pressekonferenz, dass man darauf hofft, mit einem Stürmer kann der HSV in Mainz mit Sicherheit was beschicken. Da bin ich mir relativ sicher. Also ich habe nun Mainz 05 die ganze Saison verfolgt. Die lassen kaum Chancen zu. Die haben die beiden letzten Heimspiele gegen Bremen und Nürnberg souverän gewonnen, sind extrem heimstark. Und bei Lasogga ist eben das Problem, auch für Slomka. Er hat gesagt, er geht davon aus, dass er ihn diese Woche wieder ans Mannschaftstraining heranführen kann. Und da muss man eben auch abwägen. Lasogga hat sich ja immer wieder verletzt. Was macht er jetzt? Bringt er ihn schon in Mainz mit dem Risiko, dass er dann in der Relegation nicht dabei sein kann? So also ist ich halte das für ein sehr großes Risiko. So ist zumal ich ohnehin nicht davon ausgehe, dass der HSV gewinnt. Ich meine, wir sollten jetzt hier uns nicht jubeln in den Armen liegen. Der HSV ist eine der schwächsten Bundesliga-Mannschaften in diesem Jahr und kann jetzt nur die Relegation schaffen gegen eine Mannschaft aus der zweiten Liga. Die zweite Liga ist relativ niveaulos in dieser Saison. Also die zweite Liga, da ist der Dritte jetzt nicht auf einem Niveau, dass man dem HSV da nicht sehr gute Chancen einräumen könnte. Man muss eben auch sehen, dass der HSV echt eine Katastrophensaison im Grunde hinter sich hat, Also, eindeutig. Das hat auch irgendwie. Und heute das Spiel. Natürlich kann man 40 Minuten gegen Bayern München rennen und kämpfen und vorne drauf gehen, Respekt, ja, aber am Ende hat der HSV nicht den Hauch einer Chance gehabt. Das muss es wird auch nie sagen. So ein Spiel, Entschuldigung, Dieter, es wird auch nie so ein Spiel in Mainz werden wie heute gegen Bayern, das ist ja auch ganz klar. Ne? Mainz wird auch nicht auf Teufel komm raus alles riskieren, sondern die werden versuchen, das Spiel zu kontrollieren und dann über ihre Stürmer vorne was zu machen, das ist ganz klar. Das ist beim HSV ja auch nicht unbedingt so, dass man da von einem Bollwerk hinten sprechen kann. Heute auch wieder 4 Gegentore, also die sind nun auch nicht so bombensicher. Insofern gebe ich dir in der Hinsicht schon recht, aber ich glaube trotz allem, dass du in Mainz eher mit diesen 3 Nichtstürmern eine Chance hättest, also mit zum Beispiel Iličević, Van der Vaart und Çalhanoğlu, hast du da eher eine Chance, ein Tor zu machen, als hier gegen Bayern. Ja, okay. Und gegen Bayern heute auch, muss man auch sagen, das war eine richtig, richtig gute Chance von Iličević in der ersten Halbzeit, wo er da einmal den Ball rüberchippt und dann aber leider einen Tick zu früh abschießt vielleicht. Und natürlich das Ding von Van der Vaart auch, also rein chancentechnisch, ich weiß gar nicht, na klar, das eine Ding von Müller, wo er nicht ganz an den Ball kommt, dann war es ein Chancenverhältnis von 2-2 in der ersten Halbzeit gegen Bayern München. Das spricht ja nicht unbedingt gegen den HSV. Das wobei wir uns auf der Tribüne da oben unter den Experten doch alle einig waren, dass der HSV die Gefahr läuft, etwas zu überpacen und zweite Halbzeit über den Hintern abzubrechen. Was im Prinzip auch Erfolg ist, weil wenn ich Mirko Slomka eben noch in der Pressekonferenz gehört habe, da hat er gesagt, auch konditionell konnten wir gegen Ende des Spiels nicht mithalten. Und das, obwohl Bayern ja am Dienstag noch gespielt hat in der Champions League und aber Bayern spielt. Und dann eine solche Enttäuschung hat hinnehmen müssen. Aber was erwarten wir denn? Ich meine, der HSV, gerade was Jan-Christian sagt ja auch, das ist eine der schlechtesten Bundesliga-Mannschaften in der Saison. Das wissen sie auch, die Spieler wissen das auch, die gucken auch auf die Tabelle. Also die haben heute gefightet bis zum Gehtnichtmehr und die haben wirklich völlig überpaced am Anfang. Natürlich. Absolut. Aber jetzt im Ernst, wie oft standen wir hier und haben gesagt, das kann doch nicht angehen. Du spielst in Hannover und sagst danach, du bist überrascht, dass die so viel Tempo machen. Ja. Jetzt haben wir es endlich mal andersrum und sie haben es gut gemacht. Sie haben es zumindest bis zur 60., 65. und sogar am Ende dann noch mal versucht, was draufzusetzen. Also ich fand das jetzt nicht schlecht. Ich fand das eigentlich von der Einstellung her und von dem, das ist das, was man heute so als Plus mit aus diesem Spiel nimmt. Insofern war das heute eigentlich ein Spiel, das zumindest für das letzte Spiel Hoffnung geben soll. Es darf natürlich nicht drüber hinweg, und das, da kommen wir bestimmt auch noch zu, dass die ganze Saison natürlich eine Riesenkatastrophe war. Nein, aber die Einstellung, so ins Spiel zu gehen, ist ja völlig richtig. Also du musst ja im Prinzip in so ein Spiel gehen, wie so ein amateurliges gegen, ich übertreibe es jetzt mal, in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen den Bundesligisten. Ja. Also versuchen in der Anfangsphase irgendwie was zu bewegen, sodass das Spiel so eine Eigendynamik kriegt. Also wenn du hier in Führung gehst mit dem Publikum heute und sowas,
dann ist ja plötzlich etwas, dann schmeißt du dich ja nur noch hinten rein und wehrst ab und rettest vielleicht irgendwie ein 1-0 oder ein 1-1. Also von daher ist es ja richtig, mit so den Möglichkeiten, die der HSV hat, so lange wie möglich Vollgas zu gehen und dann zu versuchen, das zu verwalten, was du bis dahin erreicht hast. Dass es dann ein 2-0 war, was sie verwalten mussten, sozusagen dann ein 3-0, 3-1 und so weiter, das ist dann der Spielverlauf, klar. Jan, du warst nicht oft hier in dieser Saison, hast den HSV vielleicht ein paar Mal gesehen. Ja. War das heute die beste Leistung des HSV, die du in dieser Saison gesehen hast? Ja, ganz klar. Ich war gegen Hoffenheim da, 1-5. Und gegen Mainz 2-3 ging das, glaube ich, am Ende aus. Das waren beides. 91. Ja. Ja, aber das war auch dort war der HSV klar die schwächere Mannschaft von der ganzen Spielanlage. Da passte echt nicht zusammen. Ja. Und ich meine, das muss man auch sehen. Also hier gibt es echt ganz viel anzupacken in dem Verein, sowohl was das Vertrauensverhältnis im Verein angeht, als auch natürlich das, was die Entwicklung der Mannschaft angeht. Das hat Mirko Slomka ja heute auch nochmal klar in der Pressekonferenz gesagt. Diese Mannschaft hat zwei Gesichter, das muss ein Ende haben. Man kann von diesem Spiel wirklich nicht davon ausgehen, was jetzt nächste Woche in Mainz passiert. Das wisst ihr selber aus dieser Saison viel besser. Wie oft seid ihr irgendwie hoffnungstrunken nach einem Spiel ins nächste Spiel marschiert Dortmund und seid dann bitterst enttäuscht worden, oder? Genau, also absolut. Zwei Auswärtssiege ist beschämend und das dokumentiert auch bestens, wie schlecht der HSV in dieser Saison gewesen ist. Das muss man ganz klar sagen. Wenn Jan das anspricht jetzt, Olli, wie soll der HSV das schaffen? Dass er sich so wieder auf die Beine stellt, dass er in der nächsten Saison, wenn er jetzt wirklich durch die Relegation noch die Klasse halten sollte, dass er da wieder auf gesunde Füße gestellt wird. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, das geht sowieso schon mal nicht von einem aufs andere Jahr. Du kannst jetzt nur die Weichen stellen. Die erste Weiche ist jetzt erstmal die Relegation. Die zweite, das Nahziel ist jetzt der Klassenerhalt. Dann musst du einfach wirklich, wie man so schön sagt, 3 Euro ins Phasenschwein, jeden Stein einmal umdrehen. Das wird jetzt hier wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Aber dann muss HSV Plus kommen, glaube ich, die Umstrukturierung. Da muss man irgendwie alle Kräfte mal hintereinander bekommen und alle Kräfte bündeln in diesem Verein. Dann hat er ja eine Kraft. Das hat man ja heute wieder gesehen, was für eine Kraft in diesem Verein steckt, wenn 57.000 sozusagen ein Ergebnis bejubeln, als wenn sie gerade Meister geworden wären. Also auch, ich muss einmal noch zurückgehen, bevor ich so konkret noch auf die Frage beantworte. Heute Nachmittag, als ich zum Stadion gegangen bin, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, das war so eine gespenstische Stimmung. Ich finde, heute war wirklich so, wenn ich gerade den Fußballgott bemüht habe, wenn man das mal bildlich sieht, das war so ein wolkenverhangender, ganz trister Nachmittag. Die Leute haben geschwiegen, in der S-Bahn war es so ruhig wie noch nie. Dann kommst du in dieses Stadion, irgendwie ist das alles, man glaubt nicht richtig dran, dass man diese Bayern schlagen kann. Und irgendwann so zum Schluss, als es auf den anderen Plätzen für den HSV lief, zum Schluss kam die Sonne noch raus. Ja. Also es war, das meinte ich mit Momentum. Ich glaube, das ist jetzt erstmal das Nahziel, bevor wir jetzt darüber sprechen, was alles in der Zukunft noch geändert werden muss. Ich glaube, wir haben heute gesehen, dass wir einen Spieler in unseren Reihen haben mit Çalhanoğlu, um den herum sicherlich dann was aufgebaut werden kann, wenn man ihn dann halten kann. Und das hängt ja wiederum mit dem Klassenerhalt zusammen und mit den finanziellen Möglichkeiten. Also da ist, glaube ich, noch eine Menge zu tun, bis dass wir wieder tatsächlich mal sagen können, wir können vor einer Saison sagen, wir spielen zwischen 5 und 8 oder sowas. Das sehe ich also im nächsten und auch im übernächsten Jahr noch nicht. Dafür ist die Struktur, glaube ich, zu verwachsen. Aber es gibt schon Dinge, glaube ich, die man jetzt ganz klar benennen kann, die gescheitert sind. Also auch personell, muss man ganz ehrlich sagen. Also die Kaderplanung, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und das siehst du auch heute. Und deswegen ist so ein 0-1 immer gleich schon wie eine Niederlage. Weil du sagst, was soll denn jetzt noch passieren, wenn nicht Lasogga da ist? Also die Kaderplanung ist natürlich schon, das ist ein Absteiger, dieser Bereich ist abgestiegen. Nominell muss man natürlich dann Herrn Kreuzer nennen in dem Zusammenhang, der sich da leider nicht in entscheidender Phase hat durchsetzen können, seine Leute zu holen oder vielleicht auch einfach keine guten Ideen hatte. Das kann ich gar nicht beurteilen. Aber oder vielleicht auch nur keine Leute zu holen. Besser das vielleicht, als das ja gut, als keine Leute zu holen hätte ich dann auch nicht weitergebracht. Dann hättest du heute einen John und einen Bui zwar nicht auf der Bank gehabt, aber du hättest trotzdem auch keine anderen Spieler, die du dafür hättest spielen lassen können. Insofern wäre es dann auch nicht viel besser. Ja, gut, kann sein. Du hättest ein paar Euronen gespart. Genau. Aber das, glaube ich, kann man ganz klar sagen, dass das gescheitert ist. Und damit dann auch, muss man ganz ehrlich sagen, das Gesamte, ich meine, HSV Plus, klar, das ist ja alternativlos im Moment, weil es halt keine andere Idee gibt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Dann hast du natürlich einen Vorstand, der zwei Vorbereitungen mehr oder weniger geplant hat. Die erste, da hat man in Innsbruck gespielt, da war noch nicht eine Trainingseinheit vorher. Und nach diesem Spiel in Innsbruck, was natürlich eine Katastrophe war, hat sich ein Sportchef hingestellt und hat erstmal eine Brandrede gehalten. Und damit war natürlich schon so, oh Gott, was passiert jetzt? Wann kommt denn dann die nächste Brandrede, wenn du jetzt schon anfängst? Gegen den augenblicklichen Tabellenletzten der österreichischen ersten Liga. Genau, zum Beispiel. Das hast du auch verloren. Ja. Dann hast du im Winter, machst du den gleichen Fehler nochmal, machst ihn sogar noch schlimmer, machst du eine Indonesien-Tour mit hin und her und dann doch nochmal Charter.
und am Ende machst du noch nicht mal, ja, aber du machst noch nicht mal Plus am Ende. Am Ende gab es Minus, wenn die Zahlen stimmen, die veröffentlicht wurden. So ist es, am Ende machst du noch Minus damit, verlierst auch noch einen wichtigen Spieler, Maxi Beister, nämlich einen Offensivspieler, den du dann auch nicht ersetzt im Nachhinein, hast 100 Millionen Minus und der erste Vorsitzende, behaupte ich mal, ist ja derjenige, der dann den Hut auf hat, der hat dann nicht die Möglichkeit oder die Traute zu sagen, pass mal auf, wir haben 100 Millionen Minus, aber wir müssen was machen. Ein Abstieg ist noch teurer, also hätte ich da, in dem Moment wäre es wirklich das erste Mal seit Jahren, wo der HSV ins Risiko geht finanziell, wo es wirklich, wirklich sinnvoll gewesen wäre. Ja. Und da wird es verpasst. Also bedeutet so das für mich und jetzt, ne? Der HSV konnte finanziell aber nicht mehr großartig ins Risiko gehen, weil die deutsche Fußballliga natürlich Auflagen macht. Na klar. Und wenn du keine extra Gelder einnimmst, wenn nicht eben der Kühne kommt, bloß da ist dann natürlich die Gefahr, das sehe ich auch für die nächste Saison, dass dann irgendwann wieder Management bei Kühne gemacht wird und der dann irgendeinen Lieblingsspieler wieder irgendwo auftreibt. Das konnte ja schon zu dem Zeitpunkt nicht angehen, dass dann praktisch ein externer Mäzen Geld zur Verfügung stellt und dann aber auch sagt, pass auf, das muss aber dann auch der Spieler sein. Ja, das gibt es in keinem anderen Verein der Welt. Das hat es hier in Hamburg gegeben. Und dann wurde Van der Vaart. Ja, das gibt es natürlich. In der Kreisliga gibt es sowas. Genau, ja, so okay. Ist das. Ja. Das gibt's mit Sicherheit auch in anderen Vereinen. Wenn ich jetzt Chelsea nehme zum Beispiel, da wird es das auch geben. Aber das Beispiel ist ja richtig. Trotz allem war es natürlich auch da wieder eine politische Entscheidung, dass sich Herr Kühne nicht hingestellt hat, gesagt hat, pass mal auf, im Winter, ich sehe die Notwendigkeit, ich gebe jetzt Geld, wir machen jetzt was, wir müssen uns verbessern, damit wir überhaupt erstmal die Klasse halten, um uns dann wirklich in der ersten Liga neu aufzustellen. Haben sie natürlich nicht gemacht, weil sie gesagt haben, komm, das ist unser Trumpf für HSV Plus, das lassen wir mal schön hinten dran. Und was noch dazu kommt, der aktuelle Vorstand hat einfach seinerseits keine Kontakte gehabt, um an anderer Stelle irgendwie Geld zu akquirieren, um in der Situation dann wirklich was zu machen. Und die Notwendigkeit, glaube ich, die haben tatsächlich alle gesehen in dem Moment. Aber und Geld genug hat der HSV doch all die Jahre davor gehabt. Der HSV hat 100 Millionen Euro mehr ausgegeben als eingenommen. Und jetzt kommen wir schon wieder daher und sagen, der HSV hätte wieder Geld in die Hand nehmen müssen. So ist der HSV hat das große Problem, dass er die ganze Zeit viel zu unbescheiden gewirtschaftet hat. Ja, auch das denke ich, für die Zukunft eine wichtige Händen Sache. Zum Fenster raus. Das sehe ich in anderen Vereinen, also, wird das anders gemacht. Das ist ja das wirklich ganz, ganz Schlimme an dieser prekären Situation, dass beim HSV, da steht an 18. Stelle der Marketingleistungen aller europäischen Spitzenclubs. An 18. Stelle, also in ganz Europa, nicht nur in Deutschland. Und so wenig kommt dabei rum, dass sie, also für mich eine der, naja, viele Experten sagen inzwischen ja, die schlechteste Mannschaft der Bundesliga geworden sind. Also da muss man sich doch mal hinterfragen, was haben die Herren daraus gemacht? Ne? Also auch wenn es nur kleine Gelder waren, dieses Jahr ist doch wieder ein gutes Beispiel. Suhr, Bui, John, das sind alles Leute, die Geld gekostet haben. Die waren jetzt alles keine Top-Millionen-Transfers, aber es waren alles Leute, die Geld gekostet haben, die man unter normalen Umständen einfach nicht hätte verpflichten dürfen. Dazu kommt dann noch so ein Wahnsinnsvertrag für Bert van Marwijk. Ne, der als Trainer kommt, nach einem Trainer, dem man vorwirft, er hätte zu wenig gemacht. Hätte man sich ein bisschen informiert, dann weiß man, dass Bert van Marwijk nicht derjenige ist, der jetzt über den Trainingsehrgeiz sich auszeichnet. Also insofern geht man da das Risiko gleich wieder ein. Und dann mit einer horrenden Summe von 4 Millionen Euro, die es am Ende gekostet hat. Also man macht ja auch ein paar Rechenbeispiele, ein paar Rechenexempel auf, die neulich die Bilder am Sonntag hatte, das so schön gemacht, also die letzten 6-7 Saisons mal so gegeneinander gerechnet. Und dann stand da, glaube ich, in der unter der Ägide von Basti Reinhardt ein Transferplus von 350.000. Es wurde da, ehrlich gesagt, eher ein bisschen positiv sogar bewertet, aber man hat, glaube ich, in diesem Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, Jerome Boateng abgegeben und Sidney Sam und hat geholt dafür Westermann und Kacza in dem Jahr, glaube ich, ja. Und dadurch noch 350.000 plus. Da muss ich sagen, wenn du die verkaufst und die anderen beiden holst, musst du eigentlich 6 Millionen, 7 Millionen plus machen. Also man muss auch mal sehen, welche Spieler die zu welchem Zeitpunkt wann geholt haben. Also okay, aber Sam war bei Kaiserslautern in der zweiten Liga, ne, damals. Und der war nur ausgeliehen und ist gar nicht erst wieder zurückgekehrt, sondern ist dann an Leverkusen verkauft worden, weil er hier auch, muss man sagen, aus disziplinarischen Gründen keine Chance mehr hatte. Ich will dieses Thema nicht wieder beleuchten. Aber wir wären dankbar gewesen, wenn wir das Geld nicht eingenommen hätten, sondern den Spieler. Aber also es bringt uns ja nicht weiter. Wir haben eben über Herrn Kühne und indirekt über den Raphael van der Vaart gesprochen. Jan, wie hast du den Kapitän heute gesehen? Und ist es mit Blick auf die Zukunft auch noch ein Modell, was funktionieren könnte beim HSV? Also das bezweifle ich grundsätzlich. Ich glaube nicht, dass das Modell van der Vaart. Ich war von Anfang an super skeptisch, weil ich den Eindruck hatte, dass van der Vaart über den Zenit seiner Leistungsfähigkeit hinweg ist. Er hat heute wirklich echt alles gegeben. Ich habe ihn selten so viel auch in hoher Geschwindigkeit laufen sehen. Er ist immer wieder draufgegangen, aber gut, das waren heute jetzt 45 Minuten und dann in der zweiten Halbzeit war klar, dass er Kräfteprobleme bekommen würde.
Also danach möchte ich jetzt Van der Vaart nicht bewerten, sondern dann doch lieber danach, was passiert ist, seit er hierher gekommen ist. Und das hat hinten und vorne nicht gereicht. Das hat zu wenig Einfluss, zu wenig positiv Einfluss auf die Mannschaft. Ich weiß, hier in der Stadt war die Hölle los, als Van der Vaart kam mit seiner Frau. Absolut, das hat sich ja nun auch alles nicht erfüllt, was man da erhofft hat. Den Glamour, im Gegenteil. Also da muss man bitte eine neue Fußballunternehmenskultur finden. Und das darf nicht das Modell Van der Vaart sein, sondern es muss ein ganz anderes, bescheideneres Modell werden für die Zukunft. Olli, kannst du dir vorstellen, dass dieser finanziell da schon seit Jahren, so Klammer HSV, einen Mann wie Hakan Çalhanoğlu halten kann? Halten muss? Ja, wie? Ja, da muss, also das kann nicht funktionieren eigentlich. Ja, da kommt ein reicher Verein und bietet 25 Millionen, dann muss der HSV zubeißen. Müssen wir jetzt eine Lösung finden und ich sag mal, eine große Lösung, Kühne. Ja. Also der Name Kühne wird so oft genannt und hat so viel Schlagzeilen in den letzten Jahren gemacht. Ich finde im Verhältnis, ich will diese Finanzspritzen jetzt nicht kleinreden, aber im Verhältnis war der häufiger in der Zeitung, als Millionen eigentlich gewechselt sind. Er war ja immer noch an Spielertransfers beteiligt. Dann hat er da und hier und nochmal wieder dort eine Beteiligung rausgehandelt und so weiter. Ich habe damals mal, da hatte ich aber allerdings auch schon ein paar Astra auf, im kleinen Kreis und so eine Vision gehabt. Verkauft das Namensrecht, wenn Imtec jetzt rausgeht. Nennt das Ding 33 Jahre nicht mehr Volkspark, nicht mehr Imtec Arena oder wieder neuen Sponsor, sondern nennt es Volkspark bei Kühne. Und dafür soll er 100 Millionen auf den Tisch des Herrn legen. Und dann hat man eine Basis, mit der man dann mit den richtigen Leuten in der Spitze vielleicht die nächsten entscheidenden Weichen stellen kann, dass es dann ein bisschen schneller geht. Immer dieses, ich sag mal, diese Bettelei hier und ein bisschen hofieren dort. Und dann holt man einen Spieler, weil die Frau vielleicht auch sehr sympathisch ist. Entweder sagt er jetzt mal, 1 Milliarde habe ich auf dem Konto und dieser HSV ist mir so wichtig, ich habe bei Uwe Seeler schon in der Kurve gestanden, jetzt machen wir mal den ganz großen Schlag hier und dann glaube ich, dann ist jetzt der Zeitpunkt und dann kannst du Çalhanoğlu halten und ich glaube, wenn du nicht hältst, du kriegst so schnell keinen mehr in dieser Qualität, der sich auch so bekennt zu diesem Verein, der ja sagt, er wird im Zweifel auch in der zweiten Liga spielen, ob das stimmt, muss man dann hinterher prüfen, aber ich glaube dem das erstmal, dem Jungen, das ist ein guter Kerl. Ja. Was wolltest du sagen, Jan? Ich gebe dir bei Çalhanoğlu recht, aber die 100 Millionen, das ist wieder so eine typische Hamburger Argumentation, ja? Jetzt kriegen wir 100 Millionen und dann wird alles gut, ja, nein. So einfach ist das nicht. Der wichtigste Satz, den du gesagt hast, war, dann müssen auch die richtigen Personen da sein. Und das, ich meine, hatte ich eingangs gesagt. In jedem Verein gibt es zwei ganz entscheidende Positionen. Und das sind der Sportchef und der Trainer. Das sind die beiden entscheidenden Positionen in einem Verein. Ja, das ist bei Borussia Dortmund ist der Klopp gekommen. Und mit Klopp ist Borussia Dortmund nach oben gekommen. Bei Mainz 05 ist Tuchel gekommen, hat, nachdem Klopp 2 Jahre weg war, zusammen mit dem Heidel das in den Griff gekriegt. Bei Eintracht Frankfurt ist der Hübner dazugekommen und der Fee und die haben es wieder in den Griff bekommen. Ja. Allen drei Vereinen, Heribert Bruchhagen, Aki Watzke, Strutz, das sind aber auch Leute über den beiden, die beiden gewähren lassen, weil sie auch verstehen, was die da machen. So ist also das. Weil sie sportliche so Kompetenz auch oben da haben. Da reden nur und diese drei Personen mit genau, und keine anderen. Und dann können anderen. Die beiden natürlich ja? agieren. So ist ob das. Ein Michael Zorc das im Hamburger Umfeld so hätte schaffen können, das weiß ich nicht. Das also da wird auch mal ein Transfer ihm gar nicht zugute gehalten. Aber wäre doch erst Michael Zorc war so auf der Kippe in Dortmund, wurde Zorc rausgeschrien. Also, und auf einmal war er der Messias in Dortmund. Also, und hier ist ja im Prinzip Klopp, immer alles. Das muss man ja sagen. Stimmt, jetzt will ich mal eine Lanze für Oliver Kreuzer brechen. Mich hat am meisten aufgeregt, dass er sein Fauxpas, wie es jetzt mittlerweile hingestellt wird, dass er die Mannschaft schon aufgegeben hat, zurückgenommen hat. Nein, er hätte dabei bleiben müssen. Hätte sagen müssen, wenn die so spielen wie in Augsburg, ja verdammt nochmal, dann steigen die ab. Sollen sie mir doch mal zeigen, ob sie es besser können. Stattdessen am anderen Tag, ja, der Olli hat die Ärmel schon wieder hochgekrempelt bei mir im Büro und der meinte das gar nicht so. Genau. Da hat er mehr verloren als gewonnen. Das ist doch das Ding. Ja. Der hat genau das gesagt, was alle gedacht haben an dem Tag. Und da hätte er zu stehen müssen. Und heute hätte er sagen müssen, mit der Einstellung ist es schon besser. Und jetzt müssen sie es mir nochmal zeigen nächsten Spieltag. Ja. Und dann ist er für mich ein starker Sportmann. Und stattdessen sagt er, ich muss mal gucken, ob ich im nächsten Jahr dann in den Planungen, ich glaube schon, dass ich da mit dabei bin und so. Das ist alles, das muss härter kommen. Na gut, wenn Kühne hier mehr Einfluss gewinnt, wovon auszugehen ist, wenn HSV Plus das tatsächlich schafft, was ja auch notwendig ist, dann kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen, dass Kreuzer hier eine großartige Zukunft hat. Das, glaube ich, kann er auch nicht. Also insofern. Aber trotz allem, das, was ich jetzt eben rausgehört habe, bei euch beiden ist ja dann auch eine personelle Tabula Rasa hier in Hamburg. Das heißt, dass man auch im Vorstandsbereich sich komplett neu aufstellen muss. Oder seht ihr die Möglichkeit, dass mit dem aktuellen Vorstand weitergearbeitet werden kann? Ich will das mal so sagen. Ich bin der Letzte, der hier jetzt sich hinstellt, das steht mir auch nicht zu, und jetzt sagt, der muss weg, der muss weg, der muss weg.
Entscheidend ist für mich, wenn ich in dieser Position wäre, ich würde über mich nachdenken und sagen, vielleicht mache ich mal den Weg frei, weil ich einfach, ich habe vieles richtig gemacht und ich habe auch Anstrengungen unternommen. Ich will keinem von Herrn Jarchow bis Herrn Kreuzer, ich will keinem da irgendwie vorwerfen, dass sie das nicht immer aus innerster Überzeugung für den HSV auch versucht haben zu regeln. Aber es ist nach hinten losgegangen. Olli, und da musst du doch mal sagen, das hat noch nie einer gemacht. Ich gehe einen Schritt zurück. Es hat das ist noch doch nie ein Hamburger Funktionär gemacht. Dann ist er vielleicht der Erste und dann kann das er doch auch Geschichte schreiben. Da kann er noch Geschichte schreiben. Das wird keiner machen, weil die hier viel zu gut bezahlt werden. Ja. Wer möchte denn auf so viel Geld schon verzichten und dann noch jeden zweiten Tag in der Zeitung, auch wenn es jetzt im Moment auf die Mütze gibt, aber wenn besseres Leben kannst du doch gar nicht haben, als hier als HSV-Verantwortlicher durch Hamburg zu fahren und überall hofiert zu werden. Aber wenn du weißt, ob das jetzt im Moment so ein tolles Leben ist, aber man muss ja sagen, Jarchows und Hilkes Job war es doch auch, diesen Verein zu konsolidieren, aufzufangen. Die Personalkosten herabzuschrauben und dann gleichzeitig irgendwie wenigstens einen Mittelfeldplatz zu bekommen. Was ist erreicht worden? Die Personalkosten sind nicht heruntergeschraubt worden und es ist ein Abstiegsplatz. Das ist der Fakt. Und ich finde, dem müssen sich dann auch die Verantwortlichen ganz ehrlich stellen. Und das müssen sie selber machen. Sie haben es alle nicht verdient, vom Hof gejagt zu werden. Das finde ich wirklich. Weil das sind im Sinne des Vereins keine schlechten Menschen gewesen. Nein, verstehst du, was ich meine? Keine schlechten Menschen, aber ich möchte jetzt nach dieser Saison... Möchte ich das in der Selbsterkenntnis sagen? Das ist ein Jack Suhr, aber das wäre super. Jack Suhr ist auch kein Der muss einfach selber erkennen, dass es Bundesliga ist. Aber wir reden eigentlich in eine Luftblase hinein, weil wenn am 25. Mai wirklich neue Strukturen kommen, müssen wir uns über eine ganz neue Führung des HSV unterhalten. Und es werden mit Sicherheit einige Köpfe rollen und auf der Strecke bleiben. Garantiert und deswegen denke ich mal, wir können so beginnen. Aber Dieter, das wäre doch jetzt der Appell, der vielleicht von dieser Sendung auch in diese Richtung gehen kann. Es kann doch nicht darum gehen, jetzt irgendwie 25,1% hinter sich zu kriegen, um diese Reform sozusagen zu vernichten. Ja. Es ist doch eine, ob es 75, 72 oder 78, der Verein möchte, dass der Verein sich ändert. Und dann höre ich, dann lese ich so von Hunke in der Sportbild irgendwo, wir müssen ja nur 2% noch kriegen. Dann haben wir ja wieder die Verhinderungsmehrheit. Genau. Wenn ich sowas höre, dann kriege ich durchdrehen, echt. Ja, ich auch, muss ich sagen. Also ich warte schon auf den Tag, wo das wirklich 25,1 sind und hier drüben in der Arena gejubelt wird von den vermeintlichen Siegern, die verloren haben. So. Von den vermeintlichen Siegern. Und dann möchte ich erleben, wie die es machen wollen. Ja. Weil die es jetzt machen wollen, werden garantiert nicht antreten. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist eine Woche nach der mit Abstand schlechtesten Bundesliga-Saison, die der HSV jemals gespielt hat. Und mit Sicherheit nicht mit einer Saison, die mit den allerschlechtesten Vorzeichen begonnen hat. Es gab früher viel, viel schlimmere Phasen, schwer. Die habt ihr live noch miterlebt. Ich war noch viel zu jung. Ne? Ja. Ich war noch gar nicht geboren. Du warst noch gar nicht geboren, natürlich. So, also insofern, es muss einfach, das, was Olli sagt, ist ja auch richtig. Also die Leute müssen sich ja selbst dann auch irgendwann mal bewerten und auch wirklich erkennen, dass das, was sie gemacht haben, hier nicht gereicht hat. Dass sie dann nicht von selber gehen, also ich behaupte mal, das ist einfach auch ein bisschen naiv zu hoffen, aber das weißt du ja auch. Ich bin sogar noch naiver. Wo kann ich als, ich nenne jetzt keine Namen, XYZ, wo kann ich dem Verein an anderer Stelle helfen? Wenn sie HSVer sind, gibt es auch andere, vielleicht ohne großen bezahlten Posten noch eine Funktion und so weiter. Mhm. Also das wäre doch mal, es muss doch jetzt, also so beschissen stand der Verein noch nie da und das ist doch jetzt genau die große Chance. Der Fußballgott hat sie uns heute hingelegt, aufs Tablett, so, jetzt muss sie genutzt werden und dann HSV Plus und dann alle mit ins Boot. Keinen vom Hof jagen. Das hat noch nie geholfen. Ich habe nur die Befürchtung, weil dann hast du nur Heckenschützen im Hintergrund. Dass du zwischen dem zweiten Relegationsspiel, was ja dann hoffentlich dazu führt, dass der HSV sich irgendwie gerade noch gerettet hat, und diesem 25. Mai, dass da eine Spanne ist, die zu kurz ist, um diese Begeisterung über den wirklich überglücklichen Klassenerhalt, dass sich die noch gar nicht so gelegt hat und dass dann zu viele Leute hinmarschieren und sagen, wir haben es doch geschafft. Guck mal, es hat doch irgendwie jetzt auch wieder geklappt. Das ist immer Hamburger Art gewesen. Ja, das ist schon immer Hamburger Art. Und das ist das, was Jan Christian noch richtig gesagt hat. Wie oft sind wir siegestrunken gewesen nach irgendwelchen kleinen Teilerfolgen, die wir dann schon wieder hochstilisiert haben zu irgendwelchen, also jetzt wird es alles gut. Nein. Also dies Jahr nicht mehr, das stimmt. Nein, es wird auch nicht passieren. Es war noch nie so still in einer S-Bahn, mit der ich zum Stadion gefahren bin. Ich hoffe es. Wir sind alle einer Meinung, insofern reden wir ja hier eigentlich alle das Gleiche. Und es war selten mal auch schon vor dem Spiel so stimmungsvoll wie heute, Jan, das muss man auch sagen. Von der Lautstärke her hat mich das an die Weltmeisterschaft 2006 an Dortmund erinnert, richtig, so ein bisschen. Also die Fans, das hat Lotto Kinkal ja gesagt, bis der Kehlkopf kreist, schreien, schreien, schreien. Und die haben geschrien. Deswegen war es doppelt bitter, diese Jachtszenen in der Halbzeitpause miterleben zu müssen, als die Polizei unten aufmarschierte und im Nordwesten. Kannst du dir das erklären?
Nee, kann ich mir aus der Ferne, was soll ich jetzt dazu sagen? Du sitzt 150 Meter weg. Ja. Der Pressesprecher hat eben auch noch nichts dazu sagen können. Also da müsste man jetzt mal beide aber Seiten hören. Ich könnte was dazu sagen. Ich habe mit dem Stadionmanager gesprochen, mit Kurt Kregel. Der hatte mir gesagt, es ging um Plakate, um Banner. Die ACAB, das heißt All Cops Are Bastards, und die sind verboten. Also alle Polizisten sind Bastarde, übersetzt. Die sollten rausgenommen werden aus dem Block, und das führte zu einer Eskalation. So. Ja, die haben doch da nichts zu suchen. Nein, natürlich nicht. Absolut nicht. Das ist eine Provokation von den Fans. Ist die Frage. Ich habe Anrufe bekommen, die natürlich von der anderen Seite dann sagten, die Polizei sei zu rabiat wieder vorgegangen. Aber wo fängt es an? Ne? Ja. Beim Plakat fängt es an. Beim Plakat. So. Schlimm genug. England hat es ja gemalt. Das ist dann zu aber solchen die Szenen kommen. Ne? Entschuldigung, du hast die WM gerade genannt. Wir haben ja noch ein Thema, glaube ich, was wir zumindest mal streifen sollten heute. Und zwar das Thema René Adler. Also ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich hatte gehofft, dass er in dieser Phase, dass er da hinten der Fels wieder wird, der er mal war, für auch die deutsche Nationalmannschaft unter anderem. Es wird ja immer noch viel diskutiert, ob er jetzt mit zur WM fährt oder nicht. Andreas Köpke war im Stadion, das wisst ihr, ne? Andreas Köpke war im Stadion. Ja. Der wird heute einen René Adler gesehen haben, der sich das wahrscheinlich nicht verdient hat. Oder seht ihr das anders? Ja, Adler wird ja vermutlich auch dann hier in Hamburg beim Länderspiel gegen Polen, ist es, glaube ich, ne? Nicht spielen können. Wird er nicht spielen können, weil er dann zwei Tage später ja für den HSV spielen muss. Also ich gehe davon aus, dass Adler nicht nominiert wird. Wenn man Löw richtig verstanden hat, hat er gesagt, dass die Form entscheidend sein wird, die aktuelle Form. Und da muss man ehrlich sagen, dass Bernd Leno aus Leverkusen und Marc-André Ter Stegen oder eventuell sogar Trapp von Eintracht Frankfurt aktuell in besserer Form sind als Hinter Adler. Neuer und Weidenfeller? Weidenfeller hat, glaube ich, auch heute gepatzt. Heute hat er auch einen Klopp. Aber ich gehe davon aus, dass Weidenfeller gesetzt ist. Adler hat einfach eine zu schwache Runde gespielt. Ja, mit 8 schweren, gravierenden Fehlern. Und ich glaube eher, heute der 9. Ich glaube, dass Fährmann das schafft. Es war jetzt hier ein Hamburger Block und ein Hamburger Livestreamer. Kannst du ruhig sagen. Ich glaube, dass Fährmann das schafft, und zwar aus folgendem Grund heraus. Erstens hat er eine überragende Saison gespielt. Heute wieder zu 0, glaube ich, auswärts, wenn ich es richtig gesehen habe. 1. Oder Adler ins Gericht. Nein, aber was muss denn der dritte Torwart? Der muss erstmal dankbar sein, dass er da ist. Der muss ein bisschen ruhig sein, gute Stimmung, ein bisschen die Bälle zuwerfen. Und im Zweifelsfall, wenn sich mal zwei verletzen, was es, glaube ich, noch nie in der Geschichte gegeben hat, dann sollte er doch der Nummer 1 so ähnlich sein wie möglich. Und Fährmann kommt Manuel Neuer, finde ich, von allen genannten, in seiner Spielweise am ähnlichsten, weil er, glaube ich, auch die gleiche Knappenschule durchlaufen hat. Und beide sind auch noch gute Freunde. Das heißt, in dem Fall glaube ich sogar, dass viel für Fährmann spricht. Ich bin aber nicht bei dir. Der Jogi sagt zwar, dass er nach Leistung aufstellen wird oder nach Form aufstellen wird. Ich glaube aber, dass tief in ihm drin noch ein größeres Herz schlägt für Dankbarkeit. Und ich glaube, der weiß, welche Leidenszeit René Adler hinter sich hat. Ich glaube, der weiß auch, wer damals in Dortmund war, glaube ich, gegen die Ukraine oder in Russland war es, nicht in Dortmund, in Russland uns auch nochmal zu einem großen Turnier gerettet hat. Und ich finde, heute hat sich Adler nichts versaut. Er hat heute nichts dazu gewonnen, aber richtig versaut hat er sich nicht. Also beim 4:1 von Pizarro sah er sehr unglücklich aus. Als gut. Er erst gut hält. Er faustet auch wieder in die Mitte. Also sind wieder so ein paar Szenen dabei. Er faustet in die Mitte. Das war ja kein aktives Fausten. Das war ein Abwehren dieses unglaublich harten Balles. Nein. Und dann geht Pizarro. Dann musst du dich entscheiden. Entweder gehst du über ihn hinweg und faustest den Ball. Du meinst beim 4. Tor. Ne? Beim 4. Tor, das war das Ding, wo er nachsetzen muss bei Pizarro. Da muss er sich den Ball gleich wiederholen. Das ist ein ganz klarer Torwartfehler. Da wusste er nicht, wo er hin sollte, und hat sich für die falsche Richtung entschieden. Das glaube ich auch. Aber nochmal, ich glaube nicht, dass er in so einem Ding jetzt eine WM-Nominierung hält. Ich glaube, dass auch das Gesamtbild, eben, das René Adler in dieser Saison abgegeben hat, kann ich nichts für. Also Adler hat gespielt und er hat einfach nicht gut genug gespielt. Und es ist ein Leistungsprinzip bei der Nationalmannschaft und hat auch ehrlich gesagt nichts mit der Vergangenheit zu tun. Adler hat damals in Moskau ein überragendes Spiel gemacht. Deutschland ist dadurch zur WM 2010 dann gefahren, war wirklich klasse. Aber wir haben jetzt 2014 und Bernd Leno hat eine wunderbare Saison gespielt. Und ich bin ja ganz deiner Meinung. Ich habe nur versucht, die Gedankengänge von Jogi Löw vielleicht nochmal zu rekapitulieren. Aber Leno verdient wir werden das am Donnerstag sehen. Wir werden das am Donnerstag sehen. Leno und Fährmann finde ich beide überraschend, muss ich sagen. Ja, also aber auch gut. Wären überraschender als Ter Stegen. Gut. So, wir waren gerade bei der WM. Ich möchte trotzdem noch mal schnell zum Abschluss sagen, was der Herr Slomka heute gesagt hat in der Pressekonferenz. Der Unterschied zu Bayern war das 0:1. Wir machen kein Tor aus unseren Chancen. Der FC Bayern macht gleich ein Tor. Wir machen entweder kein Tor oder wir machen es zu spät. Knackpunkt war das 2:0. Eine Standardsituation, wo Götze so frei steht im Strafraum, kann es eigentlich nicht sein. Und trotzdem, sagt er, hat man viele gute Dinge
mitgenommen aus diesem Spiel und das ihm, gibt ihm die Hoffnung, dass sie in Mainz nochmal daran anknüpfen können und eine ähnlich gute Leistung zeigen. Er hat gesagt, erste Halbzeit waren wir sehr gut, da sind wir angelaufen, da haben wir attackiert und da haben wir früh gestört, da haben wir viel, allerdings viel Kraft gelassen und deswegen konnten wir gegen Ende nicht mehr so konditionell mithalten. Das wird sich auch jetzt in dieser Woche nicht mehr aufholen lassen. Trotzdem, wenn die Spieler endlich mal so ein bisschen Selbstvertrauen auch aus der ersten Halbzeit schöpfen, dann könnte es ja trotz allem möglich sein. Mich hat ein Blick in die neue Hör zu. Heute ein bisschen, muss ich ganz kurz mal abschweifen, so ein bisschen, für ein bisschen Optimismus gesorgt, weil der Schauspieler, der prominente Schauspieler, der den letzten Bundesliga-Tipp abgegeben hat, der hat, ich weiß nicht, wie der heißt, aber Marek der hat Mainz gegen HSV 1-2 getippt. Also es ist noch nichts verloren. Ne? Also, ja, Dieter, daraus holst du dir jetzt schon deinen Optimismus. Genau. Ja, so weit ist es gekommen. So, WM. Ich muss dazu sagen, wir haben Olli Wurm hier heute und er hat dieses wunderschöne Magazin rausgebracht. Ich habe das schon seit 3 Wochen und Olli, Riesenkompliment. Es Vielen ist Dank. Wirklich ganz tolles Werk. Du bist sowieso, das habe ich dir auch sofort geschrieben, als ich das Ding in den Händen hatte, einer der überragenden, mit Ideen vollgepackte Journalist in Deutschland, der so etwas auf die Beine stellen kann. Es gibt nicht viele, die das können. Du kannst es. Und ich glaube, Jan Christian, der war gerade aus Thailand, deswegen ist er nicht so... Ich war im Urlaub und habe am Strand richtig viel Spaß gemacht. Ich muss auch sagen, richtig viel Spaß gehabt, das zu lesen. Vor allen Dingen das Interview mit den 3 Ex-Weltmeistern. Und ich muss sagen, Olli, das ist riesig, dass du das in Eigenregie sowas anpackst. Also, Hölzbein, Engel und Buchwald, ja, die 3. Ich habe den größten Respekt davor. Hast auch selber die Werbepartner, glaube ich, rangeholt. Oder eben nicht. Genau. Ja, es ist eine schwierige Sache gewesen. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Ding zu kaufen. Und ich drücke dir die Daumen, dass du in die Plusphase kommst. Ich weiß nicht, wenn ich vielleicht einen Satz dazu sagen darf, mich freut das unglaublich, wenn Kollegenlob kommt und auch so wirklich von Herzen kommt. Über deinen Anruf habe ich mich auch sehr gefreut. Du hast ja auch noch angerufen, nachdem ich das Heft in die Hand gedrückt hatte. Und du hast gerade das Interview gelobt und da schließt sich dann der Kreis. Das geht natürlich dann auch nur, wenn du Verrückte in anderen Abführungen hast, die dann auch mitmachen. Also das kann ich hier, glaube ich, so sagen. Hartmut Scherz und auch Ronald Ring haben noch keinen Pfennig Honorar von mir gekriegt, weil beide gesagt haben, komm erstmal in die schwarze Null. Die beiden tollen Journalisten haben dieses Interview geführt und hatten die großartige Idee zu sagen, Menschen, die eigentlich schon so viel erzählt haben in ihrem Leben, was willst du die noch fragen? Also haben sie nur ins Gespräch gebracht und wenn wir sie nicht unterbrochen hätten, irgendwie nach 2 Stunden, würde Buchwald heute noch den Eckel löchern, tatsächlich. Das ist so. Genau. Das ist das Tolle an dem Heft und gibt es an jedem Kiosk und wenn ich das noch sagen darf, www.54-74-90.de, da gibt es das auch versandkostenfrei und manchmal signiere ich das sogar, wenn es gewünscht ist. Ja, nein. Sensationell. Super. So, wunderschönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch beiden. Also bekannt aus Funk und Fernsehen, möchte ich nochmal dazu sagen, aus vielen Doppelpässen und bei Sky. Ich wollte noch sagen, das muss ich zur Ehrenrettung von Herrn Fehrmann sagen. 2-0 gewonnen. Zu 0. Also, hatte ich doch hast du recht gehabt. Und ansonsten sehen wir voller Freude dem Schlusspunkt entgegen in Mainz. Der HSV könnte sich sogar eventuell eine Niederlage erlauben und geht als Rekordmannschaft in die Bundesliga-Geschichte ein, weil sie mit 27 Punkten dann in die Relegation geht und die Klasse erhält. Vielen Dank für euch und bis bald. Auf Wiedersehen.